Sie sollten sich wirklich einmal herablassen und das Werk lesen, Holmes. Sie werden sehen, es ist nicht nur verzerrender Unsinn, wie einige Kritiker es zu Unrecht bezeichnet haben. Ja, ja. Dem Autor gelingt es erneut, die Stellung des Menschen als angebliche Krone der Schöpfung zu hinterfragen, mehr noch ihn vorzuführen. Und die Schilderung der Orte könnte realistischer nicht sein. Mit ähnlichen Worten haben Sie doch schon damals versucht, mir eine seiner Lektüren schmackhaft zu machen. Wie war das doch noch gleich? Ja, ein Mann reist mit einer selbstgebauten Maschine durch die Zeit. Ganz richtig, Holmes. Ein Mann reist mit einer selbstgebauten Maschine durch die Zeit. Das ist reine Fiktion, zugegeben. Dennoch, diese Geschichte ist grandios. Ich stehe kurz vor dem Schluss. Momentan zeigt ein totgeglaubter Infanterist dem Protagonisten den Tunnel, den er ausgehoben hat, um die Londoner Kanalisation... Wissen Sie, was ich an Ihnen so bewundere, Watson? Bewundere oder belächle? Bewundere. Nun, meine fortwährenden und beherzten, aber erfolglosen Versuche, Sie ins gesellschaftliche Leben Ihrer Mitmenschen zu integrieren. Nein. Nein. Also, dass ich es geschafft habe, innerhalb nur einer Woche gleich zwei Zigarrenschneider in verschiedenen Restaurants liegen zu lassen? Nein. Ah, nein. Eine tolle Leistung übrigens. Dass ich im Gegensatz zu Ihnen immer erst das Gute in einem Menschen zu sehen versuche. Naja, das wiederum zähle ich zu Ihren Untugenden, die ich belächle. Also was denn, Moos? Ihre Begeisterungsfähigkeit. Gestern berichteten Sie atemlos von einem Brasilianer, der mit seinem Luftschiff durch Paris gegondelt sei. Über Paris, Holmes, über Paris. Mindestens 1000 Fuß hoch. Und ist nicht sei. Und heute erzählen Sie mir von Marsianern, die im Horselpark in der Nähe von Woking niedergegangen sind. Ja, ich habe mir meine Neugier und Offenheit eben über die ganze Bandbreite des zu erlebenden Spektrums bewahrt. Da kommt eine. Die können wir nehmen. Kutscher hat uns gesehen. Also, wenn Sie mich fragen, Holmes, wollte der sowieso hier halten? Hier, bitte sehr. Und jetzt raten Sie mal, zu wem der möchte. Raten gehört zu den Dingen, die Ihnen mehr liegen als mir. Verzeihen Sie, aber... Mr. Holmes? Ja, ganz recht. Und Dr. Watson nehme ich an. Eben dieser, Sir. Ein Segen, dass ich Sie noch antreffe. Sir, einen Augenblick bitte. Ich nehme doch an, Holmes, dass wir die Kutsche sausen lassen. Ja, Ihre Vermutung täuscht Sie nicht. Mit wem bitte haben wir das Vergnügen? Sternfield. Philip Sternfield. Ich weiß, dass mein unangemeldetes Erscheinen nicht gerade die Visitenkarte eines Gentlemen ist. Sind Sie doch augenscheinlich im Begriff, die Baker Street zu verlassen. Wenn Sie eine abwechslungsreichere Alternative hätten, als verlorenen Rauchutensilien nachzujagen, stehe ich ganz zu Ihrer Verfügung, Mr. Sternfield. Philip Sternfield war ein Mann in den besten Jahren, wie man so schön sagt, und von äußerst gepflegtem Erscheinen. Die gesamte Konversation seinerseits möchte ich unter dem Begriff eloquent vereinen. Alles in allem schien es mir dafür maßgeblich, dass er eine repräsentative Stellung innehaben musste. Insofern konnten wir ihn sehr schnell vom Selbstvorwurf, kein Gentleman zu sein, freisprechen. Er war der Direktor eines noblen Hotels. Und wer im Ambassador auf der Queen Victoria Street schon als Gast übernachtet hat, weiß, dass Reservierungen dort unabdingbar sind. Holmes hörte ihm gebannt zu. Als Mr. Sternfield geendet hatte, war die heimliche Begeisterung in Holmes Stimme nur schwerlich zu überhören. Demnach sind also innerhalb weniger Tage gleich zwei Gäste verschwunden, richtig? Ganz recht, Mr. Holmes. Und ich bin völlig ratlos, wie ich in dieser Sache verfahren soll. Normalerweise würde ich ja sofort insistieren, die Polizei einzuschalten. Aber ich dachte, bevor ich diesen offiziellen, besser noch öffentlichen Weg gehe, von dem ich, wenn ich ihn einmal eingeschlagen habe, nicht mehr abweichen kann, spreche ich erst mal bei Ihnen vor. Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, dann konnten Sie, trotz der mysteriösen Umstände, kein Zeichen eines Gewaltverbrechens feststellen, richtig? Die beiden Gäste sind einfach über Nacht verschwunden. Hm. Ohne ihr Gepäck. Sogar die Schuhe haben sie vor der Tür stehen lassen. Tja,
Und in beiden Fällen... Ach, Watson, seien Sie doch so freundlich und spendieren Sie uns einen Brandy, ja? Sehr gern, Holmes, sehr gern. Danke. Also, in beiden Fällen mussten Sie die Tür von einem Schlosser öffnen lassen. Weil der Schlüssel von innen steckte. Ja. Ja. Es ist mir unbegreiflich, wie die Gäste dieses Zimmer verlassen konnten. Einen Augenblick. Soll das bedeuten, dass beide Gäste in ein und demselben Zimmer verschwunden sind? Verzeihen Sie mir die Ungenauigkeit meiner Ausführungen. Ja, Mr. Holmes. Als Mr. O'Hara am Mittwoch verschwand, war ich so konsterniert, dass ich vergaß, den Concierge davon in Kenntnis zu setzen, Zimmer 311 vorläufig nicht zu vergeben. Und aus selbigen verschwand auch Mr. Charkham. Hier, meine Herren, der Brandy. Bitte sehr. Sir, ist es nicht auch denkbar, dass beide über den Balkon oder das Fenster getürmt sind, um ausstehende Verbindlichkeiten, wie sagt man so schön, zu umgehen? Das Zimmer liegt im dritten Stock, Sir. Und der Balkon hat keine direkte Verbindung zu den nebenseitigen Appartements. Und sein Tisch blieb bis jetzt unbenutzt, Mr. Ross? Ja, Sir. Als die Mädchen anfingen, die Tische für das mittägliche Dinner neu einzudecken, sah ich mich genötigt, sie zu informieren. Gut. Also, ein letzter Versuch, der hoffentlich einen verschlafenen, gerne auch verärgerten Mr. Charkham auf den Plan rufen wird. Mr. Charkham? Sir? Mein Name ist Sternfield. Ich bin der Direktor dieses Hauses. Ist alles in Ordnung, Sir? Wir sind in Sorge um Sie, weil Sie heute Morgen nicht im Speisesaal zugegen waren und sich auch kein Frühstück aufs Zimmer bringen ließen. Sir? Da auch dieser Versuch nicht fruchtete, sah ich mich erneut genötigt, die Tür öffnen zu lassen. Schließlich trage ich für das Wohl der mir anvertrauten Gäste eine hohe Verantwortung. Letztlich war ja auch nicht auszuschließen, dass Mr. Charkham krank zu Bette lag, außerstande mir zu antworten, geschweige denn die Tür zu öffnen. Mr. Charkham? Er ist nicht da, Sir. Ja, aber er kann sich doch nicht auch noch in Luft aufgelöst haben. Wie Mr. O'Hara. Ah, der Brandy. Danke, Watson. Ja, bitte. Ja, dann erstmal Cheers, Mr. Ja, Sternfield. Cheers. Und mein lieber Watson, Sir, auf cheers. Die Geheimnisse der 311. Mal sehen, was uns erwartet, Holmes. Ja. So. Mr. Sternfield, haben Sie Ihr Personal angewiesen, alles im Zimmer so zu belassen, wie Sie es vorgefunden haben? Selbstverständlich, Mr. Holmes. Hm. Ich habe Nummer 311 verschließen lassen und mich dann sofort auf den Weg zu Ihnen gemacht. Ganz ausgezeichnet. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich mir jetzt gern einen persönlichen Eindruck eben dieses Zimmers machen. Das hatte ich sehr gehofft. Wenn ich Ihnen auch mitteilen muss, dass Sie, sobald Sie im Ambassador sind, mit Scotland Yard Kontakt aufnehmen sollten. Ja, Inspektor Lestrade ist ein Mann von Verschwiegenheit und genießt mein absolutes Vertrauen. Sowas von ehrlich, Holmes. Na was, das hat er. Gut, Sir. Wenn es Ihre Empfehlung ist, werde ich ihm sofort eine Nachricht zukommen lassen. Sir, ist so etwas oder Ähnliches schon zuvor in Ihrem Hotel passiert? Ich meine, es hat doch erst vor einigen Monaten eröffnet, oder nicht? Ich kann Ihnen versichern, Dr. Watson, dass der gute Ruf des Ambassador in der harten Arbeit des Personals begründet liegt. Jedes Lob wird dankend angenommen und jede Kritik ist ein Ansporn, es besser zu machen. Ah, ja. Aber um Ihre Frage zu beantworten, so etwas ist noch nie zuvor da gewesen. Ja. Also, mir kommt da gerade eine Idee. Ja, nämlich Holmes. Mr. Sternfield, würde es Ihnen etwas ausmachen, Dr. Watson und mich für ein oder zwei Nächte bei Ihnen einzuquartieren? Selbstverständlich nicht. Wie denn? Also jetzt fehlt nur noch, dass Sie in Nummer 311 übernachten wollen, Holmes. Ja, Sie haben es, wie immer, erraten. Na dann, meine Herren,
Cheers. Ja, cheers. Auf die 311. Mm. Ah, oh, herrlich. Gesagt, getan. Wir packten einige Sachen ein, die uns erlauben würden, 1 bis 2 Tage im Ambassador zu bleiben, und fuhren mit Mr. Sternfield zurück in die Queen Victoria Street. Ich für meinen Teil hatte nichts dagegen, diese noble Adresse einmal auszuprobieren. Offiziell, versteht sich. Wir trafen also wie 2 normale, gut betuchte Gäste im Ambassador ein. Rums! Sehen Sie sich das an. Ich hatte es mir ja großartig vorgestellt, aber so beeindruckend. Es ist immer der erste Eindruck, der zählt. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Vater war als Kaufmann sehr viel unterwegs und hat mich einmal für 3 Monate mitgenommen auf seinen Reisen. Ich sah die vornehmsten, die teuersten Hotels in Europa. Es sollte richtungsweisend für mein ganzes Leben sein. Einige Jahre später vertraute mein Vater mir an, dass er seit damals, nachdem ich ihn begleitet hatte, nur noch in jenen Hotels verkehre, in deren Eingangshalle ich mit offenem Mund staunend stehen geblieben war. Eine sehr hübsche Geschichte. Als ich mich dieser Branche verschrieb, wusste ich bereits lange vorher, wie die Empfangshalle meines Hotels einmal aussehen sollte. Es war ein langer Weg bis hierher. Tja, ist das Mr. Ross, der Concierge? Eben dieser Mr. Holmes. Ja. Mr. Ross? Oh, Sir, Sie sind schon zurück und erfreulicherweise in Begleitung, wie ich sehe. Das sind die geschätzten Gentlemen, von denen ich sprach. Mr. Holmes und Dr. Watson, eine große Ehre für unser Haus. Berühmte Persönlichkeiten Ihres Standes haben zu Recht einen hohen Anspruch. Und darf ich vorwegnehmen, dass wir bemüht sind, diesem in jeder Weise gerecht zu werden? Besten Dank, Mr. Ross. Ja. Carl, das Gepäck der Herrschaften. Sie erhalten, selbstverständlich, und ich hoffe, ich greife Ihnen da nicht vor, Sir, eine unserer Suiten. Die Herren hatten bereits einen anderen Wunsch geäußert, Mr. Ross. Wir werden jeden möglich machen. Davon bin ich überzeugt. Nummer 311, wenn's Ihnen nichts ausmacht. Sie wollen jenes Zimmer in welchem... Ja, genau dieses. Aber das Zimmer ist noch nicht bezugsfertig. Ich dachte, die Herrschaften würden es nur inspizieren. Ja, das werden wir auch. Sollte es jedoch erforderlich sein, werden wir die Nacht dort verbringen. Wie Sie wünschen, Mr. Holmes. Gut. Bitte begleiten Sie die Herrschaften nach oben. Selbstverständlich. Gentlemen, wenn Sie mich entschuldigen würden, ich setze nur kurz ein paar Zeilen für den Inspektor auf und stoße dann wieder zu Ihnen. Einverstanden. Sir, Ihr Schlüssel. Ja, danke schön. Wenn Sie mir da bitte folgen möchten. Ach, Mr. Stonefield, eine kleine Bitte. Erwähnen Sie in Ihrer Depesche nicht, dass ich bereits vor Ort bin. Ich möchte meinem alten Freund die Überraschung nicht verderben. Selbstverständlich, Mr. Holmes. Glauben Sie, man kann sowas nachträglich in der Baker Street installieren lassen? Also sowas von komfortabel. Wir müssen gerade mal eine Treppe rauf, Watson. In die erste Etage. Tja, aber wir werden auch nicht jünger. Und die Technik heutzutage, also alle Achtung. Ich fürchte nur, dass Sie die Rechnung gerade ohne die Wirtin machen. Mrs. Hudson würde es nie und nimmer erlauben, dass man ihren Hausflur mit einem Aufzug verschandelte. Tja, da könnten Sie allerdings recht haben. Soll ich Ihre Koffer schon ins Zimmer bringen? Nein, wir werden uns da drin erstmal ein bisschen umsehen. Gut, ich werde eines der Mädchen hochschicken, damit es hier sauber macht. Vielen Dank. Watson? Hier, Sir, für Ihre Mühe. Vielen Dank, Sir. Tja, also,
Was ich hier so sehe, Holmes, der Koffer liegt ordentlich auf der Kommode. Ja, und der Schrank ist komplett unbenutzt. Ich sehe mir mal das Bad an. Die Fenster und die Balkontür sind geschlossen. Ja, und das Bett ist unberührt und faltenfrei. Mr. Charkham scheint nur sein Reisenecessaire ausgepackt zu haben. Ja, so, dann wollen wir doch mal sehen. Ja, was ist denn da drin? Ein Frack, Hose, Hemd und Leibwäsche. Leibwäsche, ja, ja. Sonst nichts? Auf den ersten Blick nicht. Offenbar hatte Mr. Charkham nicht vor, lange zu bleiben. Tja, dann frage ich mich, wie er dieses Zimmer verlassen hat. Möglicherweise durch den Kamin? Das klingt nicht so, als ob Sie an diese Option glaubten, Holmes. Ich werde trotzdem mal einen Blick riskieren. Ohne Seil könnte das schwierig bis lebensgefährlich sein, Holmes. Mal abgesehen davon, dass die Kaminklappe da oben geschlossen ist. Ja, vielleicht doch lieber über dem Balkon. Wie ich schon sagte, die Balkontür ist verriegelt. Und wenn wir den Worten Stanfields glauben dürfen, wurde hier nichts verändert. Sie haben gerade die Balkontür geöffnet. Hätte Charkham diesen Weg gewählt, wäre sie kaum verschlossen gewesen. Was fummeln Sie denn da die ganze Zeit an dem Anzug rum? Schon fertig. So, also, was schlussfolgern wir? Also, dass Charkham und O'Hara sich einfach in Luft aufgelöst haben? Oder sie sind noch hier und verstecken sich vor uns. Und wir sind nicht in der Lage, sie zu sehen. Tja, aber wenn die beiden noch hier wären, dann müssten sie ja unsichtbar sein. Und sagen keinen Mucks, während wir hier um sie herumhüpfen. Sagen Sie mal, Watson, kam nicht jene freudlose Befähigung menschlicher Durchsichtigkeit unlängst in einem der Romane Ihres verehrten Schriftstellers vor? Tja, und ich dachte, Sie hätten damals nur so getan, als würden Sie zuhören. Also, wie kommen Sie denn auf solch einen Unsinn? Ich unterbreche Sie zwei Spaßvögel ja nur ungern. Lestrade, schön, dass Sie es so schnell einrichten konnten. Entschuldigen Sie, dass ich hier so ohne anzuklopfen reinplatze, aber die Stimmen aus 311 kamen mir irgendwie bekannt vor. Ich gehe davon aus, dass Sie beide ebenso wie ich nicht zufällig hier sind. Ja, Ihr Gefühl täuscht Sie nicht. Dann weiß ich jetzt auch, warum Mr. Stanfield explizit auf meiner Person bestand. Mit Ihnen arbeite ich nun mal am liebsten, Lestrade. Ich bin versucht, Ihnen das zu glauben, Holmes. Also, worum geht es bei der Sache? Diebstahl? So ähnlich. Zwei Männer verschwanden kurz nacheinander in ein und demselben Zimmer. Die Tür war von innen abgeschlossen, alle persönlichen Gegenstände unberührt. Verrückt. Spuren, die darauf hindeuten, dass die Männer einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnten? Keine. Aber andersherum gestellt, wirft die Frage neue Aspekte auf. Andersherum gestellt? Naja, nur so ein Gedanke, Lestrade. Den Sie offenbar noch nicht zu teilen bereit sind. Gut, gehen wir davon aus, dass die Vermissten sich weder in Luft aufgelöst noch unsichtbar gemacht haben. Irgendwelche in Frage kommenden Fluchtmöglichkeiten? Die offensichtlichen mussten wir leider ausschließen. Momentan sind wir auf dem Erkenntnisstand von Mr. Stanfield. Der überaus kurz angebunden war, als ich ihn unten im Foyer traf. Nanu. Ich meine dafür, dass er meine Anwesenheit hier vor Ort so dringend wünschte, dass... Ich nehme an, Sie haben sich bei ihm vorgestellt. Selbstverständlich. Und wie, wenn ich fragen darf? Dr. Watson, Sie können mir glauben, dass ich keinen Zweifel daran aufkommen ließ, wer ich bin. Möglicherweise haben Sie den guten Mr. Stanfield in Teufels Küche gebracht. Nun, das ist nicht das erste Mal, dass meine Person Fluchttendenzen hervorruft. Aber normalerweise sind es Gauner, die ich... Wir befinden uns hier in einem Hotel, Lestrade. Da wäre etwas mehr Diskretion angebracht. Ich habe ein offizielles Gesuch bekommen. Nun sei es drum. Zurück zu dem Problem, meine Herren. Aus dem Stegreif kann ich nicht sagen, auf welchem Weg die Männer das Zimmer verlassen haben. Oder, was weiß ich, gezwungen worden sind, dies zu tun. Dann müssen wir hier wohl alles auf den Kopf stellen. Ja, aber mit Bedacht, Lestrade. Wir haben nicht das Recht, die Gäste gegen das Ambassador aufzubringen, wenn wir hier lärmend Wände einreißen. Ihr Vorschlag? Wenn ich es mir aussuchen darf, würde ich vorschlagen... Sie und Watson beschränken die gründliche, aber akustisch dezente Suche zuerst auf diese Räumlichkeiten. Klopfen Sie die Wände auf Hohlräume ab. Schauen Sie hinter die Vorhänge und unter den Teppich.
Ich werde in der Zwischenzeit den Concierge zu einigen Details befragen. Sollte ich nicht derjenige sein, der die Fragen stellt? Guten Tag, Sir. Ich bin Molly. Sie hatten nach mir geschickt. Ganz recht, mein Kind. Aber bevor Sie anfangen, gestatten Sie mir eine Frage. Ist das Bett von Mr. Charkham seit gestern unberührt geblieben? Ja, Sir. Es liegt noch die Rosenblüte von gestern auf dem Kopfkissen. Ich selbst habe sie dort drapiert. Die Rosenblüte. Wie poetisch. Das bedeutet, was immer Mr. Charkham hier auch tat, bevor er verschwand, schlafen gelegt hat er sich offenbar nicht. Ebenso wenig wie Mr. O'Hara. Ach nein? Ja, auch sein Bett war am nächsten Morgen noch unbenutzt. Sind Sie sich absolut sicher? Oh, Sir, mein Wort drauf. Die Zimmer des Ostflügels liegen in meiner Verantwortung. Zwei Männer nehmen sich ein Zimmer, schließen sich abends ein und sind am nächsten Morgen nicht auffindbar. Und was immer Sie bis zum Zeitpunkt Ihres Verschwindens hier auch taten, im Bett gelegen haben Sie jedenfalls nicht. Vielleicht ereilte Sie Ihr Schicksal, in welcher Form auch immer. Schon früh am Abend. Watson, das klingt ja sehr düster. Sie haben beide Gäste in Empfang genommen? Ganz recht, Mr. Holmes. Können Sie sich an Einzelheiten erinnern? Wie war das bei Mr. O'Hara? Nun, willkommen, Sir. Ihr Zimmer ist bereits fertig. Ich lasse Ihr Gepäck sofort nach oben. Welches Zimmer haben Sie für mich reserviert? Zimmer 120, Sir. Mit einem großen Badezimmer. Es wird Ihnen sicher zusagen. Liegt das Zimmer im Ostflügel? Verzeihung, Sir? Ob das Zimmer im Ostflügel liegt? Das ist doch nicht so schwer zu begreifen. Tut mir leid, Sir. Nummer 120 ist mit Blick nach vorn auf die Queen Victoria Street und ihrer prächtigen... Ich hatte in meiner Buchung extra angegeben, dass ich ein Zimmer mit Blick nach Osten wünsche. Ich bitte um Verzeihung, Sir. Das muss mir leider beim Übertrag der Buchung entgangen sein. Wenn Sie mir kurz gestatten, nachzusehen, ich bin sicher, dass wir Ihrem Wunsch entsprechen können. Hoffentlich. So, ja. Ja, es stehen noch drei Zimmer zur Auswahl, Mr. O'Hara. Allerdings sind diese im Vergleich zu dem vorgenannten etwas kleiner. Darauf lege ich keinen Wert. Welche Zimmer wären das? Zimmer 207, 305 und Zimmer 311. 311, das nehme ich. Wie Sie wünschen, Sir. Vielen Dank. Ist halt so eine Marotte von mir, das mit dem Ostflügel. Sir, ich muss mich bei Ihnen nochmals für den Fauxpas entschuldigen. Ich habe hinterher die schriftliche Buchung von Mr. O'Hara gefunden. Darf ich die mal sehen? Natürlich, Sir. Hier ist sie. Gut. Kommt es eigentlich öfter vor, dass Gäste die von Ihnen vergebene Zimmerwahl abändern? Nun, es werden durchaus Wünsche geäußert, Mr. Holmes. Das ist bei unserem Klientel nichts Ungewöhnliches, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, durchaus. Und anscheinend war Mr. O'Hara schon zuvor Gast im Ambassador. Nein, Sir. Seit der Eröffnung habe ich nicht einen Tag gefehlt. Namen mag ich hin und wieder vergessen, aber Gesichter nie. Mr. O'Hara war noch nicht bei uns. Wie aber erklären Sie sich dann seine gezielte Frage nach Zimmern im Ostflügel? Das klingt in meinen Ohren so, als ob er das Hotel sehr wohl kannte. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, Mr. Holmes. Überdies hat sich Mr. O'Hara nicht mit Ihrer Aussage zufrieden gegeben, dass dort noch Zimmer frei wären. Er hat sie sich von Ihnen aufzählen lassen und beim Richtigen zugeschlagen, wenn Sie so wollen. Ja, aber ich kann Ihnen versichern, Mr. Holmes, dass Mr. O'Hara vorher noch nie im Ambassador übernachtet hat. Dennoch ist das ein sehr vielversprechender Beginn. Ja, und wie war das bei Mr. Charkham? Lief es da ähnlich ab? Mr. Charkham... Eine Übernachtung, Sir? Selbstverständlich. Haben Sie einen speziellen Wunsch, was das Zimmer anbetrifft? Den hätte ich tatsächlich. Ich hätte gerne ein Zimmer im dritten Stock. Im dritten... Selbstverständlich, Sir. Und wenn's geht, nicht nach vorn raus. Ich schlafe mit meinem Bett immer in Richtung Sonnenaufgang. Da wäre dann nur noch... Ja, warum eigentlich nicht? Der wollte ja sowieso nur eine Nacht bleiben. Nummer 311 wäre frei. 311? Ja, Sir. Es wird Ihnen gewiss zusagen. Er wirkte überrascht, sagen Sie? Ja, Sir. Wie überrascht? Unbehaglich oder sonst wie... Einfach überrascht. Ja.
Und wenn ich Sie nach Mr. Charkham fragte? Auch bei ihm bin ich mir sicher, er war zum ersten Mal hier. Sie müssen entschuldigen, dass es länger gedauert hat, Mr. Holmes. Ich wurde in ein Gespräch verwickelt. Und? Kommen Sie voran? Dank des ausgezeichneten Gedächtnisses von Mr. Ross könnten sich in der Sache durchaus neue Aspekte ergeben. Aber auch bei Ihnen scheinen sich Neuigkeiten eingestellt zu haben. Keine guten, wie ich vermute. Sie wirken so nervös irgendwie. Ich hatte befürchtet, dass man mir das anmerken würde. Die Sache ist die, man hat Sie und Dr. Watson erkannt und mich auf Ihre Präsenz angesprochen. Schon mit besorgtem Unterton. Und als ob das nicht genug wäre, steht plötzlich der Inspektor von Scotland Yard neben mir. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Gut, Dr. Watson und ich werden versuchen, uns die meiste Zeit fernab des Publikumsverkehrs zu bewegen. Ich danke Ihnen. Verstehen Sie das bitte nicht falsch, Sir. Es ist nur so, wir stehen erst am Anfang. Ja, ja. Wenn herauskommt, was hier geschehen ist, könnte dies dem Ansehen meines Hauses nachhaltigen Schaden zufügen. Denn wer übernachtet schon freiwillig in einem Hotel, in dem die Gäste verschwinden? Ja, Sie sagen es. Kann ich außerdem noch irgendetwas für Sie tun, Mr. Holmes? Ja, Sie könnten. Ach. Oh, da kommt das Zimmermädchen. Molly? Ja, Mr. Holmes? Ach, hätten Sie wohl kurz Zeit, mir die Sachen zu zeigen, die Mr. O'Hara hier zurückgelassen hat? Nun, Sir, eigentlich müsste ich jetzt wieder in den vierten Stock. Es ist schon gut, Molly. Mr. Holmes bekommt von uns jede Unterstützung, die er braucht. Sagen Sie Emma, dass sie ihre Aufgaben so lange übernehmen soll. Natürlich, Sir. Mr. Holmes, bitte hier entlang. Ja, danke schön. Bewahren wir sämtliche Dinge auf, die unsere Gäste während ihres Aufenthaltes bei uns haben liegen lassen. Das mutet ja an wie in Alibabas Schatzhöhle, wenn ich mich hier so umsehe. Und das nach wenigen Wochen, meine Güte. Es ist schon aberwitzig, was für Werte die Leute offenbar entbehren können, Sir, wenn Sie mir diese etwas kesse Bemerkung gestatten. Gehört es nicht zum Service eines Hotels, dem Gast seine Sachen hinterherzuschicken? Das war die gängige Praxis, bis wir dadurch mal einen Gast in eine nun pikante Situation gebracht haben, Sie verstehen? Jawohl, ich verstehe. Und das ist der Koffer von Mr. O'Hara, nicht wahr? Ach, ja, aber woher? Hab ich geraten. Ja, ein Frack, Hose, ein Hemd, Leibwäsche. Dieselbe spärliche Garderobe, aber keine Geldbörse. Offenbar nur ein paar Münzen in der Tasche. Tja. Vielen Dank. Ich habe genug gesehen. Danke. Ich glaube nicht, dass Mr. O'Hara noch am Leben ist. Wie kommen Sie denn darauf? Weil ich in der Nacht, in der er verschwand, einen Schrei gehört habe. Einen furchtbaren Schrei. Einen Schrei, sagen Sie? Bitte erzählen Sie. Es war so gegen eins. Ich wollte mich für 2 Stunden aufs Ohr legen und war auf dem Weg zum Gesinderaum. Ich war im Treppenhaus, das dem Dienstpersonal vorbehalten ist. Gerade erreichte ich den unteren Absatz, als... Und sonst hat keiner der Gäste etwas davon mitbekommen? Nein, Sir. Und ich habe es bewusst Mr. Sternfield nicht erzählt. Es würde ihn nur noch mehr beunruhigen. Ja, ja, zweifelsohne. Und Sie glauben, der Schrei stammte von Mr. O'Hara? Ich weiß nur, dass er danach verschwunden war. Ja. Und ehrlich gesagt möchte ich gar nicht wissen, was mit ihm passiert ist. Oder mit Mr. Charkham. Und? Sind Sie fündig geworden? Wir sind uns da nicht ganz einig, Holmes. Dr. Watson ist der Meinung, etwas entdeckt zu haben. Ach, und was sagen Sie? Nun, es klingt zwar an einer Stelle tatsächlich etwas hohl hinter der Holztäfelung. Zeigen Sie mal. Hier. Ja, dann wollen wir doch mal hören. Diese Stelle. Ja. Vergleichen Sie mal den Klang dieser Holzkassette. Ja. Mit dem der angrenzenden. Na, ich muss Ihnen recht geben. Sehen Sie? Lestrade, dahinter ist nichts.
Wie denn was denn? Sie geben Lestrade recht? Oh. Ja, das steht ja wohl außer Frage hier. Ah, das Paneel sitzt allenfalls nicht fest verzapft. Na, das ist alles. Tja, wenn Sie meinen. Sie haben doch wohl nicht wirklich einen Geheimgang oder sowas erwartet, oder? Nun, immerhin waren Sie es doch, der uns hier die Wände abklopfen ließ, als müssten wir beim Morse-Alphabet nachsitzen. Also es bleibt dabei, dass wir zwei ungeklärte Vermisstenfälle haben. Ich werde zum Embankment zurückfahren und die Namen der beiden nochmal überprüfen. Vielleicht gibt es irgendetwas, womit man sie in Verbindung bringen kann. Ja, ich halte das für einen sehr guten Vorschlag. Ach, und Lestrade, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie als Aufwandsentschädigung sozusagen heute Abend zum Dinner einladen. Hier im Ambassador? Tja, wenn Ihnen eine Fischbude in den Docks lieber ist. Warum habe ich eigentlich das unbestimmte Gefühl, dass Sie gerade versuchen, mich loszuwerden? Ach, Lestrade, das täuscht. Sollte es Neuigkeiten geben, werde ich Ihnen im Laufe des Nachmittags ein Telegramm schicken. Ach, und noch was. Wenn Sie Ihren Revolver mitbringen könnten. Also läuft hier tatsächlich eine krumme Sache ab, ja? Lestrade, ich bin gewillt, Ihre Meinung zu teilen. Aber noch fehlen mir einige Details. Wann darf ich wiederkommen? Sie dürfen wiederkommen, sagen wir, um 7 Uhr heute Abend. 7 Uhr? Ja, und in passender Garderobe, bitte. Warum lasse ich mich eigentlich jedes Mal darauf ein? Weil Sie wissen, dass Sie sich bisher immer auf mich verlassen konnten. Wehe, wenn nicht. Nun denn, Gentlemen? Ja, bis später. Tja, wir können übrigens auspacken. Diese Molly war so freundlich, eine zweite Bettgarnitur auf der Recamier herzurichten. Ja, Watson, die sicherlich auch unbenutzt bleiben dürfte, falls uns das gleiche Unheil widerfahren sollte. Das klingt nicht gerade ermutigend. Tja, und was machen wir jetzt? Ja, zur Abwechslung finde ich, wir sollten unseren Tee einnehmen. Unten. Versteht sich. Sehr einverstanden, Holmes. Ja. Sehr einverstanden. Und bevor Sie mich auch fragen, ja, ich habe angemessene Kleidung eingepackt. Holmes hatte mich glücklicherweise vorgewarnt. Auf neugierige Fragen interessierter Gäste gefasst zu sein. Und so grinsten wir beim Tee wie zwei Honigkuchenpferde um die Wette, um ja keinen falschen Eindruck zu vermitteln. Glücklicherweise gesellte sich Mr. Sternfield bald zu uns an den Tisch, so dass wir weniger verkrampfte Gesichter aufsetzen konnten. Um aber unser gesamtes Schauspiel nicht zu gefährden, verließen wir bald darauf den edlen Speisesaal und gingen dann nach nebenan. In ein Separé im Ostflügel, das offenbar geschlossenen Gesellschaften vorbehalten war. Und zu meiner Verblüffung begann Holmes, uns einige seiner Schlussfolgerungen darzulegen. Meinen Sie wirklich, Mr. Holmes? Nun, nach dem, was mir Ihr Concierge berichtet hat, bin ich zu dem Schluss gelangt, dass beide Männer sehr aktiv am Prozess ihres Verschwindens beteiligt gewesen sein müssen. Wie denn das, Holmes? Naja, beide wollten unbedingt ein Zimmer im Ostflügel. Ja? Mit fadenscheinigen Argumenten. O'Hara wollte es der schönen Aussicht wegen. Dabei verdeckt das nebenstehende Gebäude bis zum 4. Stock jedwede Sicht. Und Charkham liebte es, in Richtung Sonnenaufgang zu nächtigen und wollte deshalb kein Zimmer nach vorn zur Queen Victoria Street. Um mit Bestimmtheit sagen zu können, dass dort Norden liegt, hätte er einen Kompass benötigt, den ich in seinen spärlichen Reiseutensilien allerdings nicht finden konnte. Erstaunlicher aber sind die unterschiedlichen Reaktionen der beiden. Ersterer konnte seine Freude über Nummer 311 nur schwer verbergen, während der Zweite überrascht war, dieses Zimmer angeboten zu bekommen. Und daraus können Sie was ableiten? Naja, dass die beiden sich gekannt haben müssen. Den Beweis dafür habe ich übrigens schon erhalten. Ach nein, wann war denn das? Nun, als Sie... Haben Sie das auch gerade gespürt, Watson? Ja, der Boden hat ganz leicht gezittert.
Ein Erdbeben vielleicht? Verzeihen Sie, ich nehme das schon gar nicht mehr wahr. Das ist die U-Bahn, die unter meinem Hotel durchrauscht. Glücklicherweise ist dieser Raum der einzige im Haus, der davon betroffen ist. Wir können den kleinen Saal infolgedessen nur sonntags öffnen, wenn die Waterloo City Line nicht fährt. Richtig. Ja, die U-Bahn hat ja erst vor wenigen Monaten ihren Betrieb aufgenommen. Allerdings. Aber zurück zu Ihren Ausführungen. So wie Sie das berichten, haben wir es also nicht unbedingt mit Opfern zu tun, sondern, ja, womit eigentlich? Ja, Mr. Stonefield, wenn ich das nur wüsste. Eines aber ist gewiss. Diese Männer haben in ihrem Hotel einen bestimmten Zweck verfolgt und sich nicht umsonst dieses Zimmer geben lassen. Also, der Komfort war dabei ebenso wenig von Belang, wie die anderen Gründe nur vorgeschoben waren, nicht wahr? Tja, ich kann mir nicht helfen, aber trotzdem treten wir in der Sache irgendwie auf der Stelle. Ja. Oder, Holmes? Wir wissen nicht, wo die zwei sind und was sie hier wollten. Sie meinen, uns fehlt der Funke, der die Flamme zum Lodern bringt. Richtig, ja, richtig. Aber Sie können mir glauben, ich bin bereits dabei, mir Flint und Zunder zusammenzusuchen. Mr. Stonefield, würde es Ihnen etwas ausmachen, nachzufragen, ob seitens des Personals seit kurzem irgendwelche Gegenstände vermisst werden? Sie sprechen von Diebstahl? Wenn dem so wäre, hätte mich Mr. Ross sicherlich schon informiert. Diebstahl im eigentlichen Sinn ist nicht das, worum es mir geht, Sir. Ich sprach lediglich von Dingen, die vielleicht vermisst werden. Ja, es können ganz banale Dinge sein, beispielsweise, naja, ich möchte nicht vorgreifen. Also, wenn Sie schon so hinterm Berg halten, Holmes, müssen Sie die Durststrecke ja wirklich bereits hinter sich gebracht haben. Abwarten, Watson. Gut, ich werde Ihre Frage an Mr. Ross weiterleiten. Er kann mir sicher zuverlässig Auskunft darüber geben. Dann habe ich noch eine Frage an Sie, Mr. Stonefield. Ja. Bei unserem ersten Zusammentreffen fragte ich Sie, ob so etwas im Hinblick auf die Gäste schon einmal in Ihrem Hause passiert sei. Sie verneinten dies. Ihre Betonung ließ durchblicken, dass sich sehr wohl etwas anderes ereignet haben muss. Und sehen Sie, wenn ich die fette Ratte da hinten in der Ecke so betrachte, gibt mir das einen Fingerzeig. Mein Gott, was ist denn das für ein Vieh? Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Ja, dann liege ich also richtig. Die ist ja so groß wie dieser Riesenbiber von... Riesenratte, ja, Watson. Ratte. Ja, wie oft muss ich Ihnen das eigentlich noch sagen? Oh, diese verdammte U-Bahn. Mr. Stonefield, wir sind ganz Ohr. Nur sehr widerwillig erzählte Mr. Stonefield, dass es wenige Wochen vor der Eröffnung des Ambassador einen mehr als unliebsamen Zwischenfall gegeben hatte. Bei den Ausschachtungsarbeiten der neuen U-Bahn-Strecke war ein darüberliegender Kanal beschädigt worden, sodass sich die Abwässer gestaut hatten, unmittelbar unter dem Hotel. Das hatte zur Folge, dass ein fast 100 Pfund schwerer Kanaldeckel im Keller des Gebäudes dem Druck nachgab und sich die Kloake nach oben hin einen Weg brach. Das weitaus schlimmere Problem, neben dem bestialischen Gestank, war allerdings das Ungeziefer, das die Einladung nur allzu dankbar annahm. Ratten. Ganze Heerscharen von Ratten, wie Mr. Stonefield es uns mit großen Gesten beschrieb, bevölkerten den Keller und setzten zum Sprung auf die oberen Etagen an. Eilig herbeigerufene Bauingenieure der U-Bahn-Gesellschaft versprachen sofortige Abhilfe. Und bereits nach 3 Tagen war der Kanal saniert, die Jauche abgelaufen und die Reinigungsarbeiten im Keller im vollen Gange. Das Rattenproblem war aber damit nicht aus der Welt. Die offenen Vorratsräume der Küche lagen ebenfalls im Keller. Erst nach vielen Tagen und mit für ihr Schweigen gut bezahlten Kammerjägern war man des Problems Herr geworden. Oder vielleicht doch nicht? Während Mr. Stonefield sich verständlicherweise entschuldigte, begaben wir uns wieder nach oben auf unser Zimmer. Ratten! Das sind ja schöne Aussichten für das Dinner, Holmes. Und was machen wir bis dahin?
Hier sitzen und Däumchen drehen? Na, ich dachte eher, wir sehen uns mal genauer an, was Sie da vorhin entdeckt haben. Wovon sprechen Sie denn? Na, von dem Hohlraum hinter der Wandverkleidung. Aber Sie sagten doch vorhin... Hören Sie? Ja. Sie hatten absolut recht. Hinter dieser Holzkassette verbirgt sich ein größerer Hohlraum. Ach, jetzt also doch auf einmal. Aber wie bekommen wir das auf? Die Holztäfelung ist an den Rändern eingefasst und ein Brecheisen werden die wohl kaum benutzt haben. Und Sie haben ja auch ganz... Ja, das wird nicht nötig sein. Ein Moment. So, jetzt wollen wir noch mal sehen. Sehen Sie? So einfach ist das. Tja, allerdings, Holmes, ich staune. Und ohne Werkzeug. Ja, und was ist das? Das werde ich Ihnen sagen. Das ist der Fluchtweg, von dem Mr. O'Hara und Mr. Chuckham offenbar beide wussten. Und den sie benutzt haben dürften. Oh Gott, da geht es ja senkrecht runter. Und finster ist es da drin. Der Schacht eines Speiseaufzugs ist meistens unbeleuchtet, mein lieber Watson. Woher wollen Sie denn wissen, dass das hier... Ja, weil hier links an der Seite ein rechteckiges Holzstück eingepasst wurde. Und zwar hat man sich redlich bemüht, mit Beize den entsprechenden Farbton des Holzes zu treffen. Dennoch sieht man den Unterschied. Schauen Sie mal. Jede Wette, dass da mal die Knöpfe für die Bedienung des Aufzugs ihren Platz hatten. Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Ein stillgelegter Speiseaufzug in einem neuen Hotel? Von dem beide Männer gewusst haben müssen und den Sie entdeckt haben. Glückwunsch, Watson. Ob ich mal runterrufe? Hallo? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob das noch einen Zweck erfüllt. Zumindest nach dem, was mir das Zimmermädchen erzählt hat. Das Zimmermädchen? Holmes, sagen Sie mal, riechen Sie das auch? Ja. Schon seit wir den Schacht freigelegt haben. Mein Gott, das riecht aber möglicherweise rührt das noch von der Kloake, die unten im Keller stand. Watson, hören Sie mal, Ihre geschulte Nase sagt Ihnen etwas anderes, oder? Allerdings. Und ich muss betonen, hoppla, das Ding hat sich von selbst geschlossen. Eben noch hatte ich das Bild ekelhafter Ratten vor Augen und jetzt Holmes Kabinettstückchen mit dem Speiseaufzug und der faulige Geruch, der aus der Tiefe nach oben stieg, ließen keinen Zweifel daran, dass mein Freund schon längst am Feuer der Erkenntnis Platz genommen hatte, während ich mühsam versuchte, Funken in scheinbar nassen Zunder zu schlagen. Woher nahm er wieder diese Weitsicht? Auch der herbeigeeilte Mr. Sternfield schien über die rasche Wandlung der Situation sichtlich bestürzt. Mein Gott, könnten Sie die Klappe wohl wieder verschließen? Selbstverständlich. Mr. Ross, bitte öffnen Sie das Fenster. Ach, natürlich, Sir. Der Speiseaufzug, den hatte ich völlig vergessen. Er wurde direkt stillgelegt, nicht wahr? Noch vor der Eröffnung. Ja, als wir merkten, dass wir der Ratten im Keller nicht so schnell Herr werden konnten, mussten wir sämtliche Wege nach oben versperren. Dieser Speiseaufzug wurde deshalb unten zugemauert. Mr. Holmes, glauben Sie, da unten liegen... Das werden wir bald wissen. Der Aufzug endet also im Keller, richtig? Ja. Richtig, im Keller, Sir. Dann auf. Oder in dem Falle hinab. Holmes, sehen Sie mal. Die Mauer ist unversehrt. Hier hängt noch die Tafel mit den jeweiligen Zimmern, die beschickt werden konnten. Ja. Jetzt fehlt nur... Noch, Mr. Ross. Ja. Ich nehme an, Ihr Chef ist mit einer Frage meinerseits an Sie herangetreten. Ganz recht, Sir. Aber mit Verlaub, das Einzige, was seit kurzem vermisst wird, ist die... Eine Schaufel oder Spitzhacke? Ja, so ähnlich. Sehen Sie? Eine Kohlenschaufel und ein Schürhaken. Potter, der die Heizung befeuert, kam gestern zu mir und fragte, ob er ab jetzt die Kohle mit den Händen in den Brenner werfen und verteilen solle, da man seine Schaufel und den Schürhaken entwendet habe. Wir konnten diese trotz intensiver Suche nicht aufbringen. Ich hätte da eine Vermutung. Aber zuerst müssen wir uns Gewissheit verschaffen. Mr. Stonefield,
lassen Sie den Schacht aufstemmen. Ja, ja. Bitte. Jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern. Ja. Vorsicht! Der untere Teil bricht! Können Sie schon was sehen? Ja, Sir. Eine Hand. Eine Hand? Machen Sie weiter! Der Concierge brauchte noch ungefähr 10 Minuten, bis er die kellerseitige Öffnung zum Schacht wieder aufgestemmt hatte. Uns bot sich ein schauerlicher Anblick. Die Leiche eines Mannes hing kopfüber mit absonderlich abgespreizten Armen im Aufzugsschacht. Ihr Kopf hatte sich fast bis zum Kinn in einen Haufen losen Schotters gebohrt. Und man sah auf den ersten Blick, dass das Genick beim Aufprall regelrecht gesplittert war. Und, als würde das nicht reichen, stak in der Brust des Verunglückten etwas, das wie eine schmiedeeiserne Stange aussah. Mr. Ross erkannte den Toten als Mr. O'Hara. Er muss abgestürzt sein, Kopf über. Was ist denn das da in seiner Brust? Das geht ja mitten durch. Das sieht aus wie ein... Schürhaken. Ein Schürhaken? Woher wollen Sie wissen, dass das der Schürhaken ist? Das ist nicht der Schürhaken, der diesem Potter abhanden gekommen ist, sondern der fehlende aus 311. Dort hängt neben dem Kamin nämlich nur noch die Kaminschaufel. Ist Ihnen wohl offenbar entgangen? Ja, offenbar ja. Ja. Und offenbar hielt er ihn beim Sturz in den Händen. Aus, vorbei. Nicht nur die Ratten. Jetzt haben wir einen toten Gast zu beklagen. Und vermutlich ist Mr. Charkham auch tot. Das kann ich unmöglich vertuschen. Mein Gott, was für ein Gestank. Noch schlimmer als damals. Ja, das ist wirklich abscheulich, Sir. Schauen wir doch mal nach. Von einer zweiten Leiche, das stinkt ja entsetzlich von... Mr. Charkham werden wir auch in dem Schacht nicht finden. Zumindest nicht in diesem. Sondern? Das Ganze hat schon vor langer Zeit seinen Anfang genommen, sage ich Ihnen. Das weiß ich jetzt, Watson. Wir müssen Lestrade telegrafieren und dann... Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, Sir. Aber wo Sie es gerade erwähnen... Mr. O'Hara wollte am Tag seiner Anreise ebenfalls ein Telegramm aufgeben. Ach, tatsächlich? Ja, aber er wollte nicht den Service unseres Hotels in Anspruch nehmen, da er befürchtete, es könne wieder einen Übertragungsfehler geben. Sie schickten ihn also zum nächsten Postamt. Ja. Ausgezeichnet. Tja, alles fügt sich zusammen. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Leiche von Mr. O'Hara aus dem Schacht befreit wird. Und noch kein Wort an irgendjemanden, Mr. Stanfield, bitte. Aber... Ich muss doch die Polizei informieren. Ja, das erledige ich, wenn es soweit ist. Es ist Ihr Hotel, also? Und die Leiche? Dafür werden Sie schon einen Platz finden. Und lassen Sie den Schacht umgehend wieder zumauern. So schnell wie möglich, ich bitte Sie. Ja? Und das sage ich nicht wegen der Ratten. Ich werde es sofort veranlassen, Mr. Holmes. Watson? Immer an Ihrer Seite, Holmes. Wir müssen los. Zum Postamt, nehme ich an. Exakt, und dann... Tja, keine Ahnung, wohin. Na, wohin wohl? Zum Kostümverleih, selbstverständlich. Wohin? Es kostete Holmes nicht viel Überzeugungskraft, den jungen Beamten dazu zu bringen, ihm sämtliche Korrespondenz des vergangenen Mittwochs vorlegen zu lassen. Es war ein beträchtlicher Stapel an Telegrammen, den wir da durchzusehen hatten. Schließlich aber... Hier, das ist es. Zeigen Sie mal her, Holmes, zeigen Sie. Aber, wie kommen Sie denn darauf, dass dies das richtige Kabel ist? Ich will mal lesen. Unerwartete Probleme, Stopp. Kein Durchkommen, Stopp. Pinguin nicht vergessen. W. Punkt. Adressiert an einen Peter Durkin, wohnhaft Elling Street, Norbury. Ich dachte, wir suchen das Telegramm von O'Hara an diesen Charkham. Pardon, das suchen wir mitnichten. Wie schön, dass Sie mir das jetzt sagen, wo ich mich bereits durch den halben Blätterwald durchgewühlt habe.
Gern geschehen. Hier, das können Sie aufgeben, während ich uns draußen eine Droschke rufe. Es ist ein Lestrade. Was steht hier? Einen Toten gefunden, Stopp. Nummer 2 steht noch aus, Stopp. Näheres später, Stopp. Holmes, und wo fahren wir jetzt genau hin? Das liegt ja wohl auf der Hand. Runter in den Süden, nach Norbury. Und im Anschluss in die Pennington Street. Wie denn? In die Pennington Street? Sie wollen doch nicht etwa zur Times? Ja, erraten. Ins Archiv. Die ganze Sache liegt nämlich schon eine Weile zurück. Die ganze Sache? Aha, so ist es. Würde mich sehr wundern, wenn ich falsch läge. Oh, die Sache ist wirklich clever eingefädelt worden. Und was ist mit der zweiten Leiche? Tja, wer hat davon gesprochen, dass Mr. Chuckham tot sei? Na, Sie in Ihrem Telegramm. Nummer 2 steht noch aus. Er ist nicht tot, Watson. Na, obwohl, eigentlich ja doch. Was soll denn das jetzt wieder heißen, Holmes? Ist Chuckham nun tot oder ist er nicht tot? Ja, dann eben nicht. Ich würde gern dieses Telegramm aufgeben. Durkin ist also Chuckham. Und O'Hara? Ja, wofür steht denn das W? Ja, das werden wir mit letzter Gewissheit in der Zeitung lesen. Möglicherweise auch gleich beim Kostümverleih. Ah, ja. Und wie haben Sie das herausbekommen, Holmes? Das will ich Ihnen sagen, weil ich mir die Anzüge der beiden Vermissten genau angesehen habe. Beide tragen ein eingenähtes Etikett, das sie als Eigentum von Gilberts Kostümverleih deklariert. Naja, und da wären wir auch schon. Ja, und das ist für Sie, wenn Sie uns gleich wieder zum Bahnhof zurückbringen. So, na dann mal hinein ins Vergnügen, Holmes. Dann gehen wir uns mal einkleiden. Ah, willkommen, Gentlemen. Wie kann ich Ihnen dienlich sein? Mit einer Auskunft. Eine Auskunft? Oh, da fürchte ich, haben Sie sich im Geschäft geirrt. Ich bin keine Auskunftei, sondern ein Kostümverleih. Ich kann Sie beruhigen. Wir sind durchaus an der richtigen Adresse. Sie verleihen doch neben Kostümen auch gehobenere Garderobe, richtig? Für jedes gesellschaftliche Ereignis finden Sie bei mir die passende Antwort. Haben Sie kürzlich 2 Fracks verliehen? 2? Davon könnte ich schwerlich existieren, Sir. 2. Es waren 17 in dieser Woche, um genau zu sein. Mich interessieren nur 2 dieser 17 Kunden. Sind Sie von der Polizei? Eigentlich sind wir... Von Scotland Yard, um genau zu sein. Oh, na, wenn das so ist. Hier, bitte sehr. Danke. Da, Durkin. Sie haben recht. Und das ist der 2. McGuire. Aber McGuire fängt nicht mit W an, Holmes. Brillant, Watson, brillant. Dennoch, McGuire ist unsere Nummer 2. Ja, ich muss es sagen, ich liege komplett richtig. Damit wäre der Makel von Norbury getilgt. Ja, ich erinnere mich. Aber damals bei der Sache mit dem gelben Gesicht, da lagen Sie gründlich daneben. Augenblick. Watson? Holmes? Sie haben uns sehr geholfen, Sir. Vielen Dank. Aber auf Wiedersehen. Durkin ist Chuckham. Und McGuire ist O'Hara. So viel wissen wir jetzt. Und beide sind tot. Also, ist Chuckham doch tot? Naja, eigentlich nicht. Und auf gewisse Weise doch. Kutscher zum Bahnhof. Lestrade! Sie sind ja nicht wiederzuerkennen. Ganz meinerseits. Hallo. Gentlemen. Ja. Kompliment, ja. Lestrade. Aber wir haben uns erlaubt, für Sie gleich mitzubestellen. Ist mir recht. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich hungrig bin. Ja, davon abgesehen, haben Sie nicht zufällig noch andere Kleidung dabei? Andere Kleidung? Wofür? Wollen Sie noch eine Wanderung machen? Ja, eine Nachtwanderung sozusagen. Nein, Spaß beiseite. Eher eine Exkursion, bei der man unter Umständen sehr schmutzig werden könnte. Da werde ich wohl passen müssen.
Ich trage nur die Garderobe bei mir, die ich am Leib habe. Gut, das sehen wir dann später. Zuerst, ich nehme nicht an, dass Sie fündig geworden sind. Weder Charkham noch O'Hara konnte ich in der Kartei aufstöbern. Das heißt, die drei O'Haras, die ich fand, kommen alle nicht in Frage. Zwei sitzen noch und einer ist bereits vor einem Jahr verstorben. Womit wir wieder beim Stichwort wären. Sie sprechen von den Vermissten. Ja, die heißen im Übrigen William McGuire und Peter Durkin. Ach so, das heißt also, ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Zu meiner Entschuldigung sei gesagt, dass ich diese Information auch erst am späten Nachmittag in Erfahrung gebracht habe. Und hier, dafür habe ich Ihnen etwas mitgebracht. Aha. Die Times. Vielen Dank, die habe ich heute bereits gelesen. Ja, sehen Sie sich mal bitte das Datum an. Die ist ja schon uralt. Gute 8 Monate, ja. Würden Sie bitte die Schlagzeile vorlesen? Bitte sehr. Schrecklicher Unfall bei Tunnelarbeiten fordert 13 Todesopfer. Und? Und jetzt die Schlagzeile auf der übernächsten Seite, bitte. Überfall auf Juwelier. Räuber erbeuten Diamanten im Wert von 60.000 Pfund Sterling. Richtig, das war in der Cannon Street. Ja, Sie erinnern sich, nicht wahr? Ja. Und die Täter wurden nie gefasst, richtig? Leider. Und das, obwohl wir jeden Stein umgedreht haben. Die Täter sind ebenso spurlos verschwunden wie die Beute. Wahrscheinlich hatten sie sich sofort ins Ausland abgesetzt. Na ja. Ich denke, ich werde Ihnen heute beides zum Dessert servieren können. Die Täter wie die Beute. Natürlich. Ich werde es Ihnen mal erklären. Aber erst später, zu vorgerückter Stunde. Außerdem sollte Mr. Stonefield anwesend sein. Aber zuerst wollen wir essen. Ja. Meine Herren, das sieht ja wirklich ganz ausgezeichnet aus. Ich hoffe nur, dass das in der Soße auch wirklich alles Kapern sind. Was wollen wir denn im Keller? Einen Toten bei der Arbeit stören. Könnten Sie nur ausnahmsweise zur Abwechslung mal nicht in Rätseln sprechen. Lestrade, Vorsicht, es ist dunkel. Die Treppe. Ja, das sehe ich. Da fällt mir ein, wir dürfen nachher kein zu großes Aufhebens wegen der Sache machen. Vor allem, wenn Sie die Leiche abtransportieren lassen. Soll das heißen, die Leiche ist noch hier? Ja, ja, das ist sie, ja. Wo haben Sie sie untergebracht, Mr. Stonefield? Ach, im Abstellraum, neben der Heizung. Neben der Heizung? Nicht gerade die beste Wahl, Sir. Sie sagen warum es. Warum haben die Kollegen von der Polizei die nicht mitgenommen? Ganz einfach, weil ich sie nicht informiert habe. Oh, das gibt Ärger. Ärger? Da hört sich doch wohl alles auf. Mr. Stonefield, es wäre Ihre Pflicht gewesen, die Behörden... Ja, hören. Richtig. Was? Hören Sie. Was ist das? Ein Totgesagter bei der Arbeit, hier entlang. Was wollen wir denn schon wieder hier? Ab jetzt müssen wir etwas leise sein, Watson, ich bitte Sie. Schauen Sie den Schein Ihrer Laterne etwas ab. Ja, so? Ja, gut so. Mögen Sie Tiere? Wie kommen Sie jetzt darauf? Ich meine, haben Sie Angst vor Ratten? Nein, natürlich nicht. Gut, dann werden Sie jetzt auch nicht losschreien, wenn Sie diese stattlichen Exemplare dort sehen. Alles, was recht ist. Das darf doch nicht wahr sein. Der Ekel. Wo kommen die denn alle her? Von dort unten. Das ist ja widerlich. Der Kanaldeckel. Jemand hat ihn zur Seite geschoben. Und diesmal ist die U-Bahn-Gesellschaft völlig schuldlos daran, Sir. Das Gehämmer. Das kommt aus der Kanalisation. Ja, so ist es. Und wir werden noch einen Moment warten, bis derjenige, der die Plagegeister hier reingelassen hat, eine Pause einlegt. Lestrade? Sie können schon mal Ihren Revolver entsichern. Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass ich einen Revolver unter meinem Frack trage. Sie wollen damit doch nicht etwa andeuten, dass Sie ohne gekommen sind. Ich hatte Sie doch extra darum gebeten, ihn mitzubringen. Ich hab's einfach vergessen. Meistens servieren Sie mir ja den Täter immer schon fertig verpackt. Ja, meistens. Aber eben nicht immer, Sie Genie. Und wo ist Ihr Schießeisen? Sie haben doch auch eins. Wenn ich meinen Revolver dabei hätte, würde ich Sie bestimmt nicht um Mieren bitten. Psst, ruhig. Sie haben wohl noch nie was vergessen, oder? Jedenfalls nicht, wenn man mich zuvor noch darauf aufmerksam gemacht hat. Aber meine Herren, Ruhe! Was denn? Da, das Hämmern hat aufgehört. Ja, die Laterne aus. Rasch und ja. Kein Wort.
Während mir noch der Rauch der gelöschten Flamme um die Nase wehte, sah ich ein Licht aus dem geöffneten Kanalschacht schimmern. Und es wurde rasch heller. Dann erkannte ich im Schein einer stark abgedunkelten Laterne erst eine Schaufel und dann eine Stange, gefolgt von demjenigen, der sie durch den engen Einstieg nach oben hiefte. Verdammt noch eins. Mit dem Arbeitsgerät brauche ich Jahre, bis ich da durch bin. Ich fürchte, Sie werden einige Jahre sitzen müssen, bevor man Ihnen wieder richtiges Werkzeug anvertraut, Mr. Durkin. Was? Wenn man Sie nicht hängt. Genau. Wer war das? Wer spricht da? Ich, Mr. Durkin. Sherlock Holmes. Sie sind doch dieser Schnüffler. Wie zum Teufel kommen Sie hierher? Die Treppe runter, wie Sie. Allerdings war ich nicht auf dem Dachboden, sondern komme direkt aus dem Salon. Das ist exakt. Was ist passiert? Ist die Klappe hinter Ihnen zugefallen? Ja, verdammt. Ich habe das Mistding nicht mehr aufbekommen. Woher kennen Sie meinen Namen? Er stand in fast jeder Zeitung, als sich damals die Sache mit dem Tunnelunglück ereignete. Zusammen mit vielen anderen Namen. Und merkwürdigerweise fand ich ihn auch auf einem Telegramm, das erst vor kurzem abgeschickt wurde. Was wissen Sie davon? Ja, die Frage müsste wohl eher lauten, was ich davon nicht weiß. Sehr gut, Holmes. Ich weiß, dass Sie und Ihr Spießgeselle Maguire die Verantwortlichen des schrecklichen Unglücks waren, das den Tod von 11 Menschen zur Folge hatte. Unglaublich. In der Zeitung waren die Namen von 13 Personen abgedruckt. Tatsächlich aber starben dabei 11 Menschen. Ja, mein Lieber, 2 Leichen wurden nie gefunden, obwohl sie zu dieser Zeit in dem entsprechenden Tunnelabschnitt gearbeitet hatten. Merkwürdig, nicht wahr? Wie war das eigentlich an jenem Tag, als Sie den Überfall auf den Juwelier verübten? Ja. War es Ihnen gleichgültig, wie viele Ihrer Kumpel Sie für ein perfektes Alibi umbringen mussten? Halten Sie den Mund! Ich habe lange überlegt, warum Sie wohl auf ein ganz bestimmtes Zimmer im Ambassador bestehen würden. Eines, das Sie doch eigentlich nie betreten haben dürften, wenn man dem Concierge glauben darf. Ja, und Mr. Ross hatte recht. Sie waren auch nie zuvor in Zimmer 311. Weder Sie noch Mr. Maguire. Trotzdem kannten Sie das Hotel. Ja, wenn auch nur den Keller. Sie waren diejenigen, die hier den Kanal wieder in Ordnung gebracht haben, nicht wahr? Hört, hört. Wir haben uns hier durch den Mist wühlen dürfen. 3 verfluchte Tage lang. Und das ohne eine Sonderzahlung. Und wahrscheinlich kam Ihnen da die geniale Idee, sich selbst eine Sonderzahlung zu gönnen. Ja, und es war ein wirklich ansehnlicher Plan, das muss ich sagen, den Sie und Mr. Maguire da ausgeheckt hatten. Ein blitzschneller Raub in den frühen Morgenstunden. Jedoch ohne das Risiko, erwischt zu werden. Ja, einer schlägt die Scheibe ein, der andere rafft zusammen, was er kann. In der Cannon Street verschwanden sie im U-Bahn-Schacht und liefen durch unterirdische Verbindungstunnel, die sie wie ihre Westentasche kannten, bis sie sich wieder im fast fertigen Bauabschnitt befanden. Ja, bis heute weiß man nicht, was dort unten zum Einsturz des Tunnels geführt hat. Man sprach von einer Explosion. Aber wer würde dort unten sprengen? Ja, die Antwort ist, jemand, der ein Alibi brauchte. Denn Tote überfallen kein Juweliergeschäft. Brillant. Da vorne. Da vorne ist es. Los, gib mir die Streichhölzer. Du machst schon. Ja doch. Und jetzt nichts wie weg. Die Lunte brennt höchstens eine halbe Minute. Das gibt einen Mordsknall. Sie stiegen unversehrt aus dem U-Bahn-Schacht gleich hier um die Ecke. Von dort ging's direkt wieder in die Unterwelt. In den Kanal, der unter dem Ambassador verläuft, dort den Gullideckel aufgestemmt und die Diamanten rasch ins Versteck geworfen. In den Schacht des Speiseaufzugs. Unglaublich. Ja, und dann lässt man in Ruhe Gras über die Sache wachsen. Nicht wahr, Durkin? Doch leider hatte Ihr Plan einen kleinen Schönheitsfehler. Einen Schönheitsfehler, Holmes? Allerdings. Wir hatten abgemacht, ein paar Monate zu warten, bevor wir die Steine holen. Und das taten wir auch. Aber als wir vor einer Woche wieder hier unten standen... Das gibt's doch nicht. Zugemauert? Ja. Das verdammte Ding ist zugemauert. Und jetzt? Sie wussten nichts von dem Rattenproblem, das dazu geführt hatte, dass man den Schacht, ihr schönes Versteck, einfach dicht machte. Ja, so nah und doch so fern. Also musste ein anderer Plan her.
Sie merkten sich die Zimmer, die dieser Aufzug hätte ansteuern sollen. Die Tafel mit den entsprechenden Nummern hängt schließlich immer noch links neben der verschlossenen Öffnung. 311 war eines dieser Zimmer. Und als Gast sollte es ein leichtes sein, den Schatz zu heben. Zumal man ja auf Nummer sicher gegangen war. Ein Zimmer im Ostflügel sollte es sein. Tja, beinahe wär's schiefgegangen. Ach, halt! Es ist schiefgegangen. Das Hausmädchen Molly war offenbar die Einzige, die ihren Freund Maguire sterben hörte. Er muss tatsächlich versucht haben, kopfüber den Schacht runterzuklettern. Natürlich hat er es kopfüber versucht. Dort unten ist nicht genug Platz, um stehen zu graben. Eine beachtliche Leistung, alles was recht ist. Aber als Tunnelgräber waren sie offenbar einiges gewöhnt. Sagen Sie mal, hat es Sie eigentlich getroffen, Ihren Freund tot zu sehen? Oder waren Sie froh, jetzt nicht mehr teilen zu müssen? Ich weiß nicht, warum er nicht auf mich gewartet hat. Ich hatte ihm gesagt, er solle mir telegrafieren, wenn es allein nicht zu machen ist. Ich hätte ihn abgeseilt und gehalten. Stattdessen versuchte er es dann doch, dieser Idiot. Den ganzen Tag bin ich im Hotel auf und ab spaziert und habe auf ihn gewartet. Dann wurde ich misstrauisch und habe im Schacht nachgesehen. Hab nicht lange gebraucht, um zu begreifen, was passiert ist. Leider war Ihnen damit der Weg zu den Diamanten versperrt. Aber Sie sind nicht umsonst Tunnelgräber. Sie haben ausgemessen, von welchem Punkt im Kanal aus Sie sich nach oben graben müssen, um in den Schacht des besagten Aufzuges zu gelangen. Aber woher das Werkzeug nehmen, wenn nicht stehlen? Woher wissen Sie das alles? Ich zähle eins und eins zusammen, Mr. Durkin. Zwei Gäste, die im Ambassador absteigen, mit einfachen, fast schäbigen Koffern. Jeder einen edlen, aber geliehenen Frack samt Hose an, sonst nichts bei sich. Geld und Brieftasche, Fehlanzeige. Wenn nun der Frack ordentlich gefaltet im Koffer liegt, waren sie entweder nackt, als sie verschwanden, oder aber sie trugen andere Kleidung, vorher als Gepäck bei sich. Letzteres stimmt. Es war für mich ein leichtes, Ihre Namen herauszufinden. Sie hatten sich nur für das Hotel die Mühe gemacht, falsche Namen zu verwenden. Unfassbar eigentlich, dass Sie unter Ihren richtigen weiter munter vor sich hin lebten, ohne aufzufallen. Er achtet schon auf den Namen zweier Tagelöhner. Ich, Mr. Durkin. Denn die Leichen zweier Männer waren nie gefunden worden. Die eines Peter Durkin und die von William Maguire. So stand's in der Zeitung. Gut. Letzterer wurde jetzt gefunden, obwohl er erst 8 Monate später starb als angenommen. Und wie soll es nun weitergehen? Glauben Sie ernsthaft, ich ließe Sie rumerzählen, was Sie da alles vom Stapel gelassen haben? Nun, in diesem Moment hält Inspektor Lestrade seinen Revolver auf Sie gerichtet, Durkin. Ist es nicht so, Inspektor? Polente? Ja, genau, so ist es. Nehmen Sie die Hände hoch. Durkin, Sie sind verhaftet. Flucht nochmal. Er hebt tatsächlich die Hände hoch. Ach. Damit hätten Sie das Duo komplett, Inspektor. Einer ist zwar etwas demoliert, aber dieser hier ist zumindest quicklebendig. Der Überfall auf den Juwelier und das Drama beim Tunneleinsturz sind aufgeklärt. Ausgezeichnet. Das werden Sie noch bereuen, Holmes. Aber wo ist die Beute? Na wo wohl? Strengen Sie mal Ihren Grips ein bisschen an. Verstehe. Ich lasse die Wand sofort wieder einreißen. Wenn Sie meinen. Sie können Durkin jetzt ruhig Handschellen anlegen. Handschellen. Richtig. Ja. Ich hätte nie gedacht, Holmes, dass der Finger im Rückentrick tatsächlich funktioniert. Aber ich sagte Ihnen doch, ich vertraue Lestrade blind. Also, das waren nicht ganz Ihre Worte. Sagen Sie mal, was wollen wir eigentlich hier oben? Was wir hier oben? Ja. Na, die Beute sicherstellen, selbstverständlich. Hier oben? Ja, sie lag direkt vor Durkins Nase. Ja, und warum gräbt Lestrade dann jetzt unten im Keller? Weil er nicht richtig zugehört hat. Als wir die Leiche von Maguire aus dem Schacht gezogen haben, hätten wir die Diamanten garantiert nicht übersehen. So viel Schotter lag auch wieder nicht in dem Schacht. So, so. Da gibt's übrigens noch was ich nicht ganz verstehe, Holmes. Woher wussten Sie bereits bei dem Kostümverleih, dass der richtige Name von O'Hara Maguire war?
Immerhin haben Sie den vollständigen Namen William McGuire erst hinterher im Archiv der Times lesen können. Ja, simpel. Mr. Ross hatte mir den Brief mit der Buchung des vermeintlichen Mr. O'Hara gezeigt. Und jetzt kommt's. Die Handschrift und die Unterschrift, Watson. Ja, das ist für mich das kleine Einmaleins der Graphologie und des Schriftvergleiches. Vom Aufschwung und der Dynamik der Schrift konnte es nur einer sein, der damit McGuire quittiert hatte. Jemand, der wie ein gewisser O'Hara schrieb. Und Norbury? Woher wussten Sie, dass das Telegramm dorthin geschickt worden war? Weil O'Haras bzw. McGuires Brief dort abgestempelt worden war. Ergo mussten die beiden ihn dort aufgegeben haben. Ja, dass dort ein Kostümverleih ansässig war, dafür brauchte ich nicht mal das Branchenverzeichnis. Ja, Kompliment, Holmes, Kompliment. Ich staune mal wieder. Und ich staune mal wieder darüber, dass Kleider Leute machen. Aber keine guten Menschen, Holmes. Ja, auch so. Die beiden sind in ihrer schicken Pinguin-Montur glatt als ehrbare Gentlemen durchgegangen. So, da wären wir. Ja. Sehen Sie die Spuren im Staub? Ja. Nachdem Durkin nur der Weg zum Dachboden offen geblieben war, hielt er sich hier oben versteckt. Ja, ihm war klar, dass es länger dauern konnte, bis er sich zu den Diamanten durchgegraben hätte. Tja. Das Hotel will aber irgendwann mal Rechnungen bezahlt sehen. Ja, das stimmt. Nicht wahr? Gepaart mit der Tatsache, dass sein Zimmer von innen abgeschlossen war, dass man bei seinem Komplizen die gleichen Umstände des Verschwindens vorgefunden hatte, wusste Durkin natürlich nicht. Genauso wenig, wie er ahnen konnte, dass er das gleiche Zimmer belegen sollte wie sein Kumpel. Ah, ich verstehe, Holmes, ich verstehe. Und als es dunkel war, ist er nach unten, um vom Kanal aus zu graben. Mit einer gestohlenen Schaufel und einem Schürhaken. Ach, jetzt weiß ich auch, warum Sie darauf bestanden haben, dass der Schacht wieder zugemauert wird. Durkin wäre gewarnt gewesen und wir wollten ihn doch auf frischer Tat ertappen. Ja, und wo bitte sollen die Diamanten jetzt sein? Tja, es gibt eigentlich nur einen Ort, wo sie sein könnten. Wenn wir strikt bei der Logik bleiben. Warum kurbeln Sie denn die Kabine runter? Weil Durkin sie ganz nach oben geschoben hat, als er hier rausgeklettert ist. Sonst wäre er aus dem Schacht nicht rausgekommen. So, gleich haben wir's. Und jetzt greifen Sie mal da rein, Watson. Wie denn? Ich soll da... Ja, nur zu, nur zu. Ja, und wenn da drin eine fette Ratte hockt, die nur darauf wartet, dass ich meine begnadeten Chirurgenhände da reinstecke? Ja, nun los doch, los doch. Also bitte, bitte, bitte. Ja. Aber das gibt's doch nicht. Tara! Welch eine Überraschung. Ist Ihnen das immer noch nicht klar? Nein, 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 überhaupt nicht. Wie kommt denn der Beutel da rein? Ich werde es Ihnen erklären, Watson. Als die beiden Gauner die Diamanten hier deponiert haben, musste alles sehr schnell gehen. Durch den Kanal rein, Klappe auf, Beutel reingeworfen und wieder weg. Die zwei dachten, sie hätten den Beutel in den Schacht geworfen. Tatsächlich aber war die Kabine unten im Keller. Als dann die Sache mit den Ratten überhand nahm, sollte der Schacht zugemauert werden. Ja, das ging aber nur, wenn die Gondel nicht mehr im Weg war. Also hatte irgendjemand das Ding einfach nach oben gefahren. Tja, wer achtet schon auf so einen schäbigen kleinen Sack? Oder darauf, dass zwei tote Juwelendiebe sich bester Gesundheit erfreuen. Jawohl. Sie sind wieder mal unschlagbar, Holmes. Und unten buddeln sich Lestrats Leute zum Mittelpunkt der Erde. Viel Glück. Übrigens auch ein fantastisches Buch, Holmes. Wenn Sie mich höflich fragten, dann würde ich es Ihnen gern mal zur Ansicht lassen. Aber nur, wenn Sie mir daraus vorlesen, Watson. Nichts lieber als das.